Liebe Eisenerzerinnen und Eisenerzer, wir, die Sängerinnen und Sänger vom AGV Stadtchor, haben uns überlegt, wie wir Ihnen eine kleine Weihnachtsfreude bereiten könnten. Viele Konzerte und Veranstaltungen mussten in den letzten Monaten leider abgesagt werden. Um Sie dafür etwas zu entschädigen, fassten wir folgenden Entschluss. Warum nicht einfach musikalische Weihnachtswünsche im Kabel-TV senden? Die Planungen und Proben machten uns großen Spaß und alle waren mit Feuereifer dabei. Doch dann durften wir uns nicht mehr treffen, durften nicht mehr gemeinsam singen. Wir Eisenerzerinnen und Eisenerzer sind über die Bergesgrenzen hinaus für unsere Entschlossenheit bekannt. Daher ließen sich auch wir, die Sängerinnen und Sänger des Stadtchors, in dieser Angelegenheit nicht unterkriegen. So nutzten wir für den heutigen musikalischen Weihnachtsgruß einen Live-Mitschnitt von einem unserer letzten Eisenerzer Adventkonzerte. Durch die damalige Live-Aufzeichnung kann es sein, dass Sie manchmal ein wenig Husten und Räuspern im Hintergrund hören. Davon sollten Sie sich nicht stören lassen. Die Leitung des damaligen Konzertes lag wie auch heute noch bei Elfi Jamanek und Christian Schmelz. Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen beim Lauschen der Weihnachtslieder, begleitet von einer Bilderschau über unser wunderschönes Eisenerz. Und Fuß sind voll mit Federn.
A Trommel is in Hümmi käme und sagt zum Herrgott, s ist zum Rehren. Nicht ein Adventlied ist zum Nenner, indem man kund a Trommel hören. Warum dürfen jetzt im Advent nur Flöten spülen und geigen, was eh schon jeder auswendig kennt? Es war höchste Zeit schon zu was Neigen. Der Herrgott denkt ein bisserl nach und sagt, na jo, wenn's wüsst, dann sing mir in der heiligen Nacht ein Lied, wo du die Musi spürst. Die Trommel geht gleich voller Freude nach Haus in ihr Musikkapön und erzählt die gute Neuigkeit ihrer besten Freundin, Datschi Nön. Die wiederum, sagt's der Klarinetten, dem Flügelhorn und der Gitarre, von dort erfahren's dann die Trompeten, das Waldhorn und die Harmonika. Und jedes Instrument hat heimli und ganz für sich beschlossen, ich kann die Trommel nicht alleine beim Hümmelvater spülen lassen. Da hat der Herrgott Augen gemacht. Wir alle gekommen sind zum Konzert. Die Musi in der heiligen Nacht hat man sicher bis in die Höhe gekehrt. Aber meistens ist es halt auch so. Was man seine besten Freund erzählt, das war's nach einer Woche schon ganz gewiss die halbe Welt.
Drei Engel sitzen am Milchstraßenrand. Die Fliegerl zerrupft, Waschelnusse einer gewandt. Sie haben nämlich grad Schneeballen auf die Erde geschmissen. Und deswegen druckt's ein Engel das schlechte Gewissen. Denn wenn sie jetzt so obi schauen vor der Hee, die ganze Steiermark ist voller Schnee. Aber genau zwischen Vordernberg und dem Gseis, da liegt der Schnee grad haufenweis. Am Kaiserschüt hängt eine Riesenlawine, der Schneepflug steckt in der Radmar drin, überm Präbichel darf niemand mehr drüber fahren und das Gseis ist auch grad angesperrt worden. Da sind die drei Engel zum Herrgott gegangen und haben gemeinsam zum Beichten angefangen. Wir können ja den Zorn von die Steirer verstehen, aber das Schneeballschmeißen war so viel schön. Drauf sagt der Herrgott, es ist zwar nicht ganz recht, aber zur Weihnachtszeit ist der Schnee nicht so schlecht. Und die Eisenerzer sind eh schon allerhand gewähnt. Die sind vom Wetter nicht gar so verwöhnt. Aber ihr drei geht's jetzt ins Verpackungsdepot und arbeitet recht fleißig eine kleine Strophe an.
Zu Weihnachten höft's dann beim Backerl verdein. Husch um mit euch und tat's euch beein. Am heiligen Abend haben's geholfen beim Backerl austragen. Und so hat's die drei Engel noch Eisenerz verschlagen. Kirchen und der Schichturm waren vom Mond beleicht. Dahinter der Erzberg und da hat einer deicht. Da ist fast so schön wie im Paradies. Da möcht man gern bleiben, weil's so heimli ist. So sind die drei Engel nach Eisenerz gekommen. Und wer sie gut kennt, der kann's bestimmt nennen.
Schau aussi beim Fenster, wie der Schnee leise fällt. Ganz weiß sind die Dächer, Wiesen und Wald. Es wird immer stiller draußen in der Natur. Und auch wir haben den Wunsch nach Frieden und Ruhe. Schau obi zum Bach, wie alles glänzt in der Sonne. Der Raureif hängt dick auf die Stauden um und um. Das Bacherl ist jetzt ein wenig mager und dünn und versteckt sich schon unter die Eisplatten drin. Schau eine in die Stuben, da ist gemütlich und still. Kerzerl brennen und geben ein heimliches Gefühl. Ein paar Äpfel brunnen drin in der Röhren und auf die Nacht kannst schon Adventlieder hören. Schau auf zum Himmel, wie die Sterndal streuen. Vielleicht wird davon eins zu uns runterfallen. Dass er jeder von uns den Weg leichter findet, in der heiligen Nacht, wann's Christkindl kommt. Thank you.
Is finster draust. Das war unser letztes Lied des musikalischen Weihnachtsgrußes. Hoffentlich konnten wir Ihnen eine kleine Freude bereiten und ein bisschen Weihnachtsfrieden schenken. Liebe Eisenerzerinnen und Eisenerzer, Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest, Glück und Gesundheit für das Jahr 2021. Das wünschen Ihnen von ganzem Herzen die Sängerinnen und Sänger vom AGV Stadtchor Eisenerz. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.